Hallo und herzlich willkommen zurück beim Kashi, da sind wir wieder. Wie ein wunderbares Orakel sagte, Kashi muss zu Vorador. Habe ich eigentlich wieder raus? Die Frage. Ah, hier. Derb. Ja, wie ein Orakel sagte, Kashi, du musst zu Vorador. Gehen wir mal zu Vorador. Aber. Eisenschwert. Genau. Ich will ich. Schauen wir mal, was uns erwartet. Bay Victus! Also ich gehe jetzt erstmal hier lang. Ich glaube, das wäre ein guter Weg. Wo komme ich denn da raus? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ist hinten ein Turm. Und den Turm an. Bay Victus! Bay Victus! Schauen wir uns doch einfach den Turm an. Ah ja. Upp, die Dinger sind gefährlich. Ich muss mal Pause-Knopf echt mal hier, also den Menü-Knopf, echt mal vom Filter-Button entfernen. Das ist schrecklich. Jetzt da lang? Ah ne, da war das Leuchtfeuer, genau, da war das Leuchtfeuer. Korhagen? Ushtenim? Alter, wer denkt sich die Namen aus? Bay Victus! Bay Victus! Ich hab dich gerade angehalten, ne? Jo. Die Wirkung lässt sogar nach. Brauche ich aber doch noch die Äxte. Meine Fresse. Na, komm. Doofes Menü manchmal. Da glaubst du auch, du bist ein Behindi hier, ne? Als Nebel ist man gegen physische Waffen, Schwert und Klaue immun. Verschlossene Türen und Spalten können problemlos überwunden werden. Als Nebel kann man sich wie ein vor Licht fliehender Schatten fortbewegen. Oh mein fucking Gott, Kanes berühmte Nebelform. Oh mein fucking Gott. Die Nebelform, oh mein Gott, habe ich sie vermisst. Das Treibsand? Okay, es ist irgendwas Flüssigeres, aber... Oh mein Scheißen, ey. Die Nebelform. Eisenschwert. Was habe ich dich vermisst? Und das nicht noch, weil Kane noch nie die Nebelform aktiv benutzen konnte, also dass der Spieler es noch nie aktiv benutzen konnte. Sondern einfach nur, weil es ist berühmt-berüchtigt, dass er sich im Nebel einfach auflösen kann. Irgendwas zieht mich hier gerade. Wurde in ein Loch gesaugt. Die ziehen aber ganz schön. Ich glaube, links war. Das brennt ja. Links von der Kammer war einfach nur. Wie heißt. Wenn die wehtun? Nein. Der Speicherpunkt. Ich glaube, da war einfach nur ein Speicherpunkt. Natürlich tun die weh. Scheiße. Aber ich kann ja größtenteils einfach durchlaufen. Das ist.
Interesting. Da läuft einfach nur Nebel durch. Kann die einfach durchlaufen. Auch wenn die magischen Dinger mir wehtun. Die tun echt weh. Also was? Da geh weg, du Blob. Hey, Victor! Das ist auch wieder ein Blob. Hey, Victor! Oh Gott, wie komme ich denn da nach unten hin? Warte mal. Nee, Heidita. Heidita. Autsch. Aha. Die Frage kann ich mir gerade nicht beantworten, wie ich da unten hinkomme. Aber als Nebel laufe ich wunderbar herum. Ich muss mal gucken, wie komme ich da unten hin? Ja, interessant, weil da ist eine Lebenskanüle und eine Erweiterung für Telekinese. Kann eh durchlaufen. Ah, ein bisschen mehr Sprit. Mehr Sprit habe ich verdient. Ach, scheiße, schon wieder so ein Loch. Deine Mutter! Ich habe sogar das Blut verloren. So gut saugen die Dinger. Gesehen, wie das Blut mich umkreist hat und Kane so spät erreicht hat? Boah, können Geister mir gefährlich werden? Nein, können sie nicht. Schönes Ding. Okay, sie können in dem Fall gefährlich werden, indem sie mich blockieren. Okay, Leute. Es ist genug, ihr Toten. Lauf hier einfach durch, weil es weh tut. Geh auf Schmerzen. Ach, schau her. Geister füllen mein Mana auf. Jetzt ist die Frage auch mal endlich beantwortet. Geister füllen Mana auf. Warum es auch immer Geister hier gibt, ich habe keine Ahnung. Kann ich nicht durch, ne? Ne. Ja, wohlan. Wieso nach unten? Nö. Hier ist wahrscheinlich nur ein Speicherpunkt. Ja, habe ich doch gesagt. Aber wie komme ich an die Kanüle? Kommt Kashi Lashi Lashi Dashi an die Kanüle, bevor wir zur Vorador runterwandern, weil ich will in die Kanüle an. Komm ich da nicht durch? Komm ich da echt nicht mehr durch? Und, ach, okay, dann komme ich nicht mehr vorbei, okay. Never mind. Dann leck mich doch am Arschepelze. Hier herrschte der schwarze Wald. In sein Ups, ich hab's aus Versehen weggedrückt. Hier herrschte der schwarze Wald. In sein Königreich drangen nur selten diejenigen vor, die das Tageslicht lieben. Es war allerdings das Zuhause des geheimnisvollen Forador. Die Legende besagt, dass Forador einst den Sarafan Malek besiegte. Sollte so jemand wirklich existieren, wäre er der Schlüssel zum Sieg über die Wächter. Forador, nicht Forador. Egal. Weißt du was?
Bay Victus! Bay Victus! Ja, habe ich mich jetzt selbst umgebracht, oder was? Herz der Dunkelheit. Wollt ihr mich verarschen? Mich gerade wirklich selbst umgebracht. Kann mir als Nebelwasser was anhaben? Es ist die Frage. Weil ich immer gerne da unten hin. Aber richtig, Oh mein fucking Gott, was ist denn hier? Oh meine Fresse. Ich werde so hart sterben. Lass mich erstmal kurz einen Blick riskieren, wo ich da hinkomme. Frage. Kann ich auch in den Wald reinfliegen? Das ist erstmal die Frage. Kann ich da hinfliegen? Bevor ich dahin sieche. Kann ich das wirklich? Ja, leck mich am Arsch! Warum kennt Kane die ungefähre Position? Kann er da hin? Das muss ich mir merken. Das muss ich mir wirklich merken. Kaum kennt er die Position, kann er dahin fliegen. Oh, das ist aber eine gute Abkürzung, ne? Sonst wäre ich jetzt den ganzen Sumpf hier gelaufen. Ich glaube, das hat über 30 Minuten gedauert. Würde ich mal davon ausgehen. Forrado umgab sich mit unermesslichem Luxus. Sein Reichtum stellt alle Adligen meines ehemaligen Hofes in den Schatten. Na gut, er lebt ein paar Jahrtausend Jahre, ne? Also... Er lebt länger als du. Er ist sogar wortwörtlich für die Erschaffung des Soul Reaver verantwortlich, den er da sogar gerade in der Hand hält. Auf diesem Bild. Dass diese unmäßige Zurschaustellung von Reichtum noch immer unversehrt war, war Zeugnis davon, dass die Furcht immer noch stärker war als die Gier. Frage, wie töte ich einen Vampir? Genau so. Ihre Anmut war auch durch ihre Gewänder deutlich. Allerdings konnte ihre Schönheit nur Tod bringen. Sie waren Forrados Gespielinnen, ihm hörige Sklavinnen und leichte Beute. Vampire, die von einem noch mächtigeren Vampir beherrscht werden. Ja. Und ich muss heute mal ehrlich sagen, ich war gestern mal richtig Arschloch. Gestern war ich Arschloch. Wo ich es jetzt gerade unten unter mir so laut scheppern wieder höre, bin ich wieder da. Also, ja, da war ich gestern richtig Arschloch. Ich habe einfach die Polizei gerufen und Anzeige gemacht. Wegen andauernder Ruhestörung, ich bin so richtig. Ich bin ein Arsch. Aber muss auch ganz ehrlich sagen, ne? Irgendwann nervt es einfach. Wenn du bis 3 Uhr morgens irgendein Lärm da unten hast, das nervt einfach. Bay Victor! Bitch! Herz der Dunkelheit.
Das ist echt so eine Sache mit meinem Nachbarn, also. Echt so eine Sache. Ich mag ihn nicht. Und er ist einfach nur ein Wichser. Pardon, Arschloch. Herz der Scheiße, sind die tödlich. Na, ja, jetzt so, ganz ehrlich, ich mag meinen Nachbarn einfach nicht. Gerade weil er immer wieder so ein Arschloch ist. Aber das gestern hat einfach mal gut getan. Das hat wirklich gut getan. Einfach mal so nachgefragt, so, ja, was kann man denn eigentlich tun? Als jetzt 110 angerufen, gefragt, so, ja, ich weiß nicht, wenn ich mich eigentlich wenden soll, deswegen, was kann ich eigentlich so tun? Und da, ja, wir schicken einen Streifenwagen vorbei, dann ist das geregelt. Corrados Speisekammer, ein Festmahl für Vampire. Wie im Schlachthaus hingen Männer und Frauen von den rostigen Haken des Verlieses. Blut und Eingeweide klebten überall. Diese Fülle war überwältigend, denn Blut ist Leben. In der Tat. Hey, Victor! Hey! Hey! Bitch! Ich brauch ein Spell, meine Fresse. Sind ziemlich hinterhältig. Doch die Chaosrüstung lässt sie für ihre Blutgier teuer bezahlen. Ich empfange zwar die Schläge, doch ihre Körper tragen die Wunden. Oh, das klingt ja mal interessant. Eisenrüstung. Na, wo ist sie denn da? Chaosrüstung. Klingt ja mal interessant. Und oh, siehst du geil aus. Hui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 u
Was auch immer das für ein Typ ist, ne? Da hinten ist doch ein Shelter. Oder? Das ist doch ein Shelter. Wie drücke ich einen Shelter von Weitem? Da gibt's doch... Ah, da oben gibt's halt. Na, 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 na. Ah, wie mach ich das? Als Nebel komme ich nicht über die Grube. Leider nein. Hab ich jetzt einfach... Ich habe alle getötet. Irgendwo muss noch ein Schalter sein. Oh, guck mal an. Habe ich jetzt ihn sogar. Ach, ich halt. Ah, ich kapiere den Sinn der Rüstung. Scheiße. Ich erhalte wirklich den Schaden und meine Gegner dafür die Wunden. Also wenn. Ups. Steam-Controller wieder. Aber wenn sie mir in die Fresse hauen, dann haben sie mir wirklich in die Fresse, aber denen tut es dann am Ende weh. Aber es hat immer die Tür hier noch nicht geöffnet. Irgendwo muss noch was sein. Oh, please, help me, kind sir! Wie das Mana nur so fliegt. Aber irgendwo muss noch ein Schalter sein. Wegen fliegendes Mana. Warte mal, warte mal, warte mal. Nein, nicht du. So schütze ich mich vor Schaden. Genial. Oh, du kannst... Ah, Nebel. Nebel, Junge, hier Nebel. Herz der Dunkelheit. Nebel. Oh, hier ist noch ein Schalter. Kann ich das einfach so sehen? Kann man die Schalter schuschen? Da war ich noch nicht, ne? Hier sind zu viele Türen. Ist das herrlich? Und warum immer? Irgendwie tut mir gerade der rechte Lungenflügel ein bisschen weh. Ah. Ich glaube, ich lag heute echt falsch, ne? Ich hab's halt so in der Matratze, aber es hat mich echt dazu verleitet, so grob und schief zu legen, wie es nur geht. Tut ein bisschen weh. Brauchen wir als Nebel nochmal zurück. Ah, ich habe auch wirklich richtig krumm und schief gelegen. Hier geht er nicht auf. Oder ich habe es eigentlich geschafft, mir eine Lungenentzündung zu ziehen. Was wäre es noch? Naja, ich bin eher ein Schandfleck voller Schmerzen. Mir tut einfach alles weh. Noch dementsprechend krank, deswegen. Ja, bin ich eigentlich die meiste Zeit zu Hause und schaff's nicht mehr wirklich zu arbeiten.
Und das, was ich arbeite, ist nicht mal müdenfindig wert. Das ist nichts wert. Leider. Nee, sonst halt, so halt nichts, ne? Nee. Belastend, wenn man nur noch kleine Sachen schafft. Oh, ihr wollt mich nicht durchlassen, ne? Hey, Victor! Jetzt mich das bitte mal von den Stracheln hier runter. Pedder. Ja, hab ich nur runter, ne? Hier ist nichts. Oh, wenn er alles wehtut, ne? Meine Güte. Ah, geht langsam wieder. Ich habe so ein Talent, mich immer zu verlegen. Riesentalent. Ich bin heute Morgen aufgewacht wie ein Croissant. Wie ein verdrehtes Croissant. Original verdrehtes Croissant. Die Tür war aber noch nicht offen. Irgendwo muss hier noch ein Schalter sein. Nein, das war... Ah, fuck, das war... Ich hab mich gerade gefragt, kann ich nicht irgendwie auch andere Menschen kontrollieren? Gebt mir mal euer Mana. Gebt mir mal euer Mana. Irgendwo ist ein Schalter? Irgendwann. Ich mich wunderbar ab. Na. Suchen wir nach Schaltern. Warum werde ich auf einer Gulami behelligt? Acht auf alles, was leuchten kann. Aber jetzt hackt's aber. Jetzt schlägt's aber 13. Okay. Werwolf. Wir waren Werwolf. Das musst du aber auch mal hinkriegen, dir selber so hart in die Fresse zu schlagen. Beziehungsweise den Gegner und dann prallst er zurück und dann tot. Das musst du auch erstmal schaffen. Also sein Schlag war jetzt nicht übel. Oh, scheiße. Scheiße. Kann ich Nebel? Nebel. Jetzt hat er so sehr geschlagen, dass er sich selbst umgebracht hat. Und am Ende wieder zum Menschen wurde. Irgendwie niedlich. Ich hab gleich ein Problem. Ich hab ein Problem. Am liebsten würde ich sagen, ich bin eine Frau, aber ich hab ein Problem. Schwarze Magie. Schwarze Magie. Schwarze. Was macht schwarze Magie? Schwarze. Ja, du brauchst es nicht. Gegengift. Wir einfach mal. Wir testen mal ein paar Sachen. Und ich hier, die Wertbank. Energiebank. Die Energiebank. Fuck. Fuck. Fuck.
Gleich versagt. Ich gerade alle Gegner gleichzeitig vernichtet? Hast du, aber natürlich steht er wieder auf der Sack. Oh, jetzt bitte nicht sichtbar werden. Scheiße. Die Energiebank kann ich nicht verwenden. Schenkt mir ein bisschen Energie. Ich weiß nicht, ob ich jetzt alles gedrückt habe, was ich drücken konnte. Muss ich echt mal gucken, wie komme ich hier dann. Oh, please! Wollte mich nicht durchlassen, ne? Was wird jetzt wehtun? Eine Energiebank ist gleich auch aufgebraucht, ne? Oder ist das schon? Ey, die Tür geht nicht auf! Klopp, klopp! Oh, versteckt da. Komm ich, die Frage ist wirklich, wie komme ich da hin? Nervt nicht. Das ist wirklich die Frage, wie komme ich da hin? Moment. Ein Schalter, was er da hat, ne? Dann sehe ich es jetzt. Das müsste ein Schalter sein. Nur aus dem Weg. Oh, leck mich am Arsch, Energiebank, bitte. Da ist einmal ein Spell. Da lang. Ein Schalter. Ich hab keine Ahnung. Hm? Und irgendwie rüber? Du müsstest da eigentlich rüberkommen, eigentlich. Und die Energiebank hat mich verlassen. Der Hunger hat mich verlassen. Wie Rasiel sagen würde. Das ist Rätsel. Überall Ghouls. Wir machen Gegengift. Keine Ahnung. Gegengift macht Gegengift. Kein Schalter, ne? Schade, ich geh mal einfach sofort um. Ich aber so nicht weiter, ne? Das ist jetzt wirklich Rätsel hier. Ich habe keine Ahnung, wo lang. Tut mir leid. Ich weiß es nicht. Tut mir leid, ich weiß einfach nicht, wo lang. Das ist jetzt schwierig. Ich habe das Rätsel noch nicht gelöst.
Irgendwo hier brauche ich noch was. Irgendwo ist vielleicht noch ein versteckter Schalter oder eine Tür. Irgendwas, womit ich den Scheiß lösen kann. Boah, und ich weiß schon, ich muss heute den Müll runterbringen. Die wilde Kochorgie von gestern, die stinkt. Ich hab viel zu viel Zwiebel verwendet. Schalter? Oh. Ah, Süße, ich geh mal eine vorbei. Ist ein Schalter? Nee. Nee. Ich hab keine Ahnung, ich muss einfach. Ich guck mir das morgen. Ich guck noch morgen nochmal. Jetzt ist jetzt Zeit zum Aufhören. Ne? Wir gucken morgen. So. Ich hab kein. Was ist da gerade? Grünes Blut? Ich habe einfach keine Ahnung, ich weiß es nicht. Wir gucken dann morgen, ob hier irgendwo noch ein Schalter ist. Erstmal ein schönes Welcome bei Like. Wir sind schon mal bei Vorador. Also, hauen Sie rein, bis morgen und tschüss.